heute meine Abnehm-Challenge und ihr könnt mich verfolgen und das hoffe ich, dass ihr das tun werdet, weil dann habt ihr das Paradies quasi immer im Wohnzimmer. Das ist doch was, oder? Ist das ein Deal? Und ihr seht auch, ob ich ablose oder ob ich diesmal das wirklich durchziehe. Seid gespannt auf jeden Fall und guckt einfach zu. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr noch ein paar schöne Orte, das wollte ich euch nur mal zeigen. Ich bin ja gerade live in Mexiko. Also. Ich bin ja gerade jetzt, wo ich diese, meine Abnehmkur da, mein Abnehmding da starte. Bin ich einfach mal jetzt hier. Guck mal, wie schön das ist, das Wasser. Das wollte ich euch nur mal zeigen. Einfach mal so ein bisschen positive Energie fließen lassen. Und ich gehe jetzt quasi da entlang. Da gehe ich jetzt lang entlang spazieren. Ich habe meine Route geändert. Und dann, ich weiß gar nicht, ich laufe bestimmt anderthalb Stunden oder so. Und dann werde ich nachher noch gucken, dass ich nochmal schwimmen gehe. Wenn ein Rettungsschwimmer mit mir mitkommt. Ohne die, da habe ich immer ein bisschen Schiss, ins Wasser zu gehen. Naja, gut, auf jeden Fall bis später, war Pena Peda. So, wie man sehen kann, meine Lieben, habe ich hier auf jeden Fall, oder bin ich hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich habe schon ein paar Hintergrundbilder gefunden, die ich schon fotografiert habe, weil ich möchte ja euch ein paar Hintergrundbilder fotografieren. Das war heute meine Mission Hintergrundbild suchen. Und ja, geht eigentlich, ne? Guck mal, hier könnte ich noch ein Bild machen. Überall eigentlich. Ich könnte eigentlich überall noch ein Bild machen. Ich guck mal, dass ich auch ein paar Orte finde, wo nicht so viele Menschen sind. Und dann könnt ihr auf Facebook gucken, da sind die alle drauf, meine Hintergrundbilder. Cool, wa? Oder Instagram. Das, meine lieben Freunde, ist einfach mal Cancun. So, auf jeden Fall, ich bin jetzt hier auf dem Lifeguard-Turm. Und habe ihn zufällig nämlich getroffen gerade, wo ich gerade hier lang spaziert bin. Und das war gar nicht der Plan, aber auf jeden Fall bin ich jetzt hier voll stecken geblieben und jetzt geht's weiter, weil ich suche ja Hintergrundbilder, meine lieben Freunde der Gemütlichkeit. Meine Mission ist, Hintergrundbilder zu suchen und hier habt ihr gesehen, ne? Das ist ja schon mal ein super geiles Hintergrundbild und ja, läuft auf jeden Fall bei mir mit den Hintergrundbildern. Und jetzt geht's, zieht euch das mal rein. Einfach mal hier so ein Jetski privat sein. Also ich habe mir gerade einen neuen Wunsch überlegt. Ich möchte auch ein Jetski. Mal gucken, ob das in Erfüllung geht, meine lieben Freunde. Ob ich einfach mal mir einen Jetski wünschen kann. Weil ich hier rede ja immer davon, wünsch dir was, ne? Ich sage ja immer, wünsch dir doch einfach was und das kommt dann. Und jetzt gucken wir mal, ob ein Jetski in mein Leben kommt. Und ich meine mal, letztens hat mir jemand was gesagt und das fand ich sehr, sehr cool. Und das ist auch voll in meinem Kopf geblieben und genauso sehe ich das auch. Eigentlich ist es doch gar nicht notwendig, dass du es besitzt, oder? Eigentlich reicht es doch, wenn du alleine Freunde hast oder Leute kennst, die sowas haben. Wie zum Beispiel eine Yacht. Dann hast du nicht den Druck, nicht den Stress, sondern einfach nur die Möglichkeit, da drauf zu gehen und diese zu nutzen. Es ist zwar nicht dein Eigentum, aber du hast genauso viel Spaß damit oder sogar noch mehr, weil du dich nicht kümmern musst. Und das fand ich eigentlich ganz cool, wie er das gesagt hat. Und da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Du brauchst es nicht selber, es reicht schon, wenn du es um dich herum hast. Oh, guck mal hier, die kleinen Vögelchen. Oh mein Gott. Oh, ist das schön hier. Richtig tranquilo, wa? So kann man es sich gut gehen lassen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter spazieren, auf jeden Fall. Oh, ich bin jetzt irgendwo hier in einer Hotelanlage, wie man sehen kann. Ne, genau. Und ich wollte nur mal berichten, von wo ich gelaufen bin. Und zwar... ja, gut, wo waren das jetzt? Das sieht man gar nicht. Also hinter diesem Hügel... Da entlang, da bin ich gestartet und dann bin ich quasi so gelaufen. So. Und jetzt laufe ich da entlang und dann nach rechts und dann, also ich bin jetzt auch schon, wie lange? Anderthalb Stunden laufe ich unterwegs, ne? Weil ich mir auch Zeit lasse mit den ganzen Hintergrundbildern machen natürlich. Ne? Das ist ja meine Mission heute hier. Und naja, aber es ist chillig, ne? Ich will mich jetzt nicht beklagen oder so mit dem Laufen, das macht echt Spaß. So Leute, ganz kurz zur Information. Ich habe jetzt einfach mal zwei große Wasserflaschen gekauft, 2 Liter. Habe jetzt quasi so ein bisschen abgefüllt hier rein. Und dann habe ich noch einen O-Saft gekauft, 1 Liter, natural. Und den mache ich jetzt quasi, verteile ich je 500 Milliliter in die 2 Flaschen. So, das ist auf jeden Fall dann schon mal mein Trinken, dass ich das schon mal fertig habe. Weil wenn ich das jetzt nicht gleich vorbereite, dann trinke ich den entweder pur oder trinke nicht viel, ne? Und dann habe ich noch was, und zwar gekauft habe ich jetzt eine Mamey und eine Papaya. Das war's. Also ihr müsst euch jetzt überlegen, ich will ja jetzt anfangen weniger zu essen, das heißt, ich kaufe auch automatisch weniger ein, ne? Also das ist jetzt wirklich so meine Idee gewesen, einfach weniger einzukaufen. Mal gucken, ob das klappt.
keine Ahnung. Auf jeden Fall spazieren gegangen bin ich 2 Stunden heute ungefähr. Also es war echt gut mit dem Spazierengehen und jetzt noch ein Smoothie machen oder auch so essen die Früchte. Ja, und das war's dann erstmal. So, Leute. Und hier nochmal auch zur Dokumentation. Und zwar habe ich gerade ein bisschen Ingwer reingemacht. Dann Zimt. Papaya kommt gleich rein. Und hier ist schon drinne Mamey hier unten. Die Frucht kennt ihr, glaube ich, nicht. Gibt es halt hier in Mexiko. Gefrorene Erdbeeren. Stevia und halt der Ingwer ist schon drin und ein bisschen Wasser. Und jetzt mache ich das Ding mal an, weil ich mixe erstmal das und dann kommt noch die Papaya rein. So, Leute, und das habe ich mir gerade püriert. Ich werde das jetzt so löffeln. Also ich habe mir quasi den hier, ne, diesen Smoothie habe ich mir einfach in eine Schale gemacht und dann seht ihr ja auch von der Konsistenz her, ne, das passt. Und ich probiere mal. Schmeckt richtig, richtig lecker. Richtig geil. Das ist der Ingwer. Ich glaube, das ist der Ingwer. Der schmeckt richtig erfrischend einfach. Und auch die gefrorenen Erdbeeren natürlich, dass es schön kalt ist. Also das empfehle ich euch auf jeden Fall, sowas zu machen. Und das esse ich jetzt. Ne? Ihr habt jetzt gesehen, das ist jetzt eine Schale, die ich jetzt hier esse. Und dann mal gucken. Ich meine, ich werde jetzt nicht, ich werde gleich das Video jetzt fertig machen, weil ich will das ja immer aktuell haben. Deswegen werde ich euch dann in der Videobeschreibung berichten, ob ich dann wirklich nur noch das gegessen habe oder ob ich noch was anderes gegessen habe. Weil bis jetzt, ich habe ja heute noch gar nichts gegessen, nur getrunken, nur Wasser getrunken mit ein ganz bisschen Saft drin. Und ich hatte gar keinen Hunger, aber deswegen, also ich gucke jetzt auf mein, ich höre wirklich jetzt auf mein Hungergefühl und nicht nach dem Kopf gehen. Und das zum Beispiel ist super, da habe ich auf jeden Fall Obst drin, ne, Früchte, gesundes Zeug, besser als jetzt ein Burger, Pommes oder Nudeln oder so, so leere Kohlenhydrate, leere Kalorien, meine ich. Und das denke ich mal, mal schauen, ich weiß es nicht. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, ob ich jetzt noch was essen werde oder nicht, wie mein Sättigungs- oder Hungergefühl ist. Und dann gucken wir mal. Ich werde jetzt nicht jeden Tag ein Video machen, aber ich gucke mal, dass ich das ein bisschen so verfolge für euch. Und das ist immer sehr aktuelles vor allem, ne? Das finde ich jetzt ganz wichtig. Und ansonsten lade ich eh meine anderen Videos jetzt nach und nach hoch mit der basischen Ernährung. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne zugucken, was ich da alles so kreiert habe. Ich bin auch so, was es alles angeht, sehr kreativ. Also, was heißt sehr kreativ? Aber ich gucke mir jetzt keine Kochbücher an oder irgendwelche Smoothie-Rezepte. Ich gehe da nach meinem Gefühl, ne? Und das könnt ihr auch machen. Ich weiß ja nicht, ob ihr Bock habt, sowas zu machen, Smoothies zu machen. Es geht jetzt erstmal darum, dass ich euch nur zeigen will, ob ich abnehme oder nicht und wie ich das mache, auf meine Art und Weise. Das heißt nicht, dass jemand das nachmachen muss oder so. Aber ich will euch zeigen, ob das funktioniert, dass ich, also, dass mein Vorhaben funktioniert, weniger zu essen einfach. Mal schauen. Auf jeden Fall war es ein schöner Tag. Ich bin übrigens auch braun geworden. Ich gucke gerade in der Kamera, Entschuldigung. Aber ich hab gesehen, dass ich echt braun geworden bin, ne? Voll gut. Läuft auf jeden Fall hier. Weiter geht's. Okay, meine Lieben, ich freue mich, wenn ihr mich auf jeden Fall abonniert oder ein Gefällt mir da lasst oder einen Kommentar schreibt. Das wäre super, super klasse. Und dann bis denne. Tschüssi. So, ich muss jetzt noch mal kurz was festhalten. Und zwar habe ich gerade eben noch die andere Hälfte Mamey aufgegessen und die vierte Papaya. Aber das war jetzt ja nicht so viel, oder? Ich dachte mir gerade, also ich habe gerade überlegt, ob das jetzt zu viel gewesen wäre, aber ich glaube, ich hatte echt Hunger. Weißt du, weil manchmal, ich kann das nicht unterscheiden, ob ich Appetit oder Hunger habe. Ist total komisch, weil, ja, ich muss das lernen, ne? Auf jeden Fall wollte ich das nur mal hier nochmal schnell berichten. Und ich habe noch was, und zwar hat mich ein Kollege, also ich kenne den eigentlich nur flüchtig. Das ist so ein, wie soll ich das beschreiben, ist ein DJ. Der ist ab und zu immer mal in Cancun und legt hier auf. Und der ist irgendwie, der switcht irgendwie zwischen Miami und Cancun. So, jetzt hat er mich gefragt, er hat mich damals schon mal gefragt, ob wir was machen wollen, so jachtmäßig immer irgendwas. Und jetzt hat er mich heute wieder gefragt, ob ich Bock habe, morgen irgendwie Kitesurfen zu gehen oder Kitesurfen zu gehen oder so. Ich glaube, der will morgen Kitesurfen und dann anschließend wollen die abends auf eine Yacht gehen. Und jetzt ist die Frage, guck mal, wenn du so auf Diät bist, ne? Das frage ich mich jetzt, wie wird das sein? Ich meine, ich konsumiere keinen Alkohol, ich esse, okay, wenig halt, ne?
ich kann schon was essen, aber wenig. Aber ich frage mich dann immer, bei solchen Sachen, das schränkt mich irgendwie total ein. Kennt ihr das, wenn ihr Diät macht und dann fragt euch jemand, ja, willst du damit hinkommen oder damit hinkommen? Dann denkst du dir automatisch nur wegen dieser Diätsache, nee, scheiße, weil bla bla bla. Du kannst da nicht trinken, du kannst da nicht essen. Aber jetzt denke ich mal um. Ich versuche jetzt wirklich mal umzudenken. Ich war ja letztens auch auf so einer Yachtparty, ne? Da habe ich ja auch überlegt, ist das jetzt sinnvoll, bestimmt trinken die alles, wird bestimmt dann voll kacke und so. Aber letztendlich habe ich dann auch umgedacht. Mein Cousin war auch übrigens dabei, der hat auch nichts getrunken. Wir waren die Einzigen. Und wir haben dann einfach umgedacht. Wir haben dann gesagt, ey komm, warum denn nicht? Wir können auch so Spaß haben. Du kannst doch auch ohne Alkohol oder sonstiges Spaß haben. Und da, ich glaube, das ist wirklich eine Kopfsache, weil du dann schon wieder gute Laune bekommst. Weil wenn ich jetzt denke, ah, es wird eh kacke, weil ich eh nichts trinken kann, dann wird es auch wahrscheinlich kacke. Dann komme ich mir auch blöd vor. Aber wenn ich so ganz normal, ich meine, es gibt so viele Menschen, die auch keinen Alkohol trinken. Und wenn ich da ganz normal hingehe und sage, ey, pass auf, ich trinke keinen Alkohol, aber trotzdem bin ich gut drauf, ich habe trotzdem gute Laune, dann sagt auch keiner was. Ich glaube, man bildet sich dann nur selber ein, dass man so voll der Loser ist. Weißt du? Also was heißt Loser? Aber dass die Leute so denken, ach, die ist ja voll langweilig und so. Und dann trinkst du nur, um vielleicht auch so mit auf dem Level zu sein und noch mehr lustig zu sein. Obwohl ich glaube, ich bin echt natürlich lustig genug. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr da mir die Lustigkeit noch antrinken. Und das ist jetzt die Frage. Ich überlege jetzt, ob ich da morgen hingehe oder nicht. Also ich weiß noch nicht, ich gucke mal, je nachdem, weil ich ja jetzt auch wirklich viel mit diesem Videozeug beschäftigt bin, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ja so viel Material von jetzt, wo mein Cousin da war und. Da wollte ich ja noch so viel zusammenschneiden und so und es macht mir gerade so viel Spaß. Aber andererseits denke ich mir, vielleicht wird es auch wieder voll cool. Vielleicht lernst du auch wieder voll die coolen Leute kennen und hast tolle Kontakte. Lernst wieder Spanisch und, ne? Und Englisch und verbessere. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, denke ich so. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, ob ich da morgen hingehe und wenn ja, ob ich da was esse oder trinke oder wie ich mich fühlen werde. Ich werde das auf jeden Fall berichten.